Hallo, mein Name ist Nadine Weiner. Ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin. Und diese Verpackung möchte ich heute mit euch basteln. Das ist ein kleines Krokodil. Ich hoffe, man kann es erkennen. Um diese Verpackung zu basteln, braucht ihr als erstes ein Stück grünen Farbkarton. Ich habe hier Wasabi-Grün genommen. Das hat eine Größe von 16 cm auf 29 cm. Als erstes müssen wir das Papier zurechtfalzen. Und zwar falzt ihr hierzu an jeder Seite 3 cm einmal rundherum. Ihr könnt auch zum Beispiel das Simply Squirt nehmen zum Falzen. Ich mache das mit der Schneidemaschine, die ist handlicher und dann geht das schneller. Jetzt muss ich von beiden Seiten nochmal bei 13 cm falzen. So, einmal drehen und hier auch nochmal bei 13 cm falzen. Und jetzt habe ich eigentlich alles, was ich zum Beispiel für eine Pizzabox, so nennt man diese Verpackungsart, brauche. Jetzt müsste ich nur noch die Seiten einschneiden. Das mache ich jetzt hier immer, diese kleinen Falzlinien. Auf jeder Seite habt ihr 4 davon jetzt. Die werden jetzt auf der langen Seite überall eingeschnitten. So, als nächstes, unsere Verpackung hat hier oben am Deckel ja ein bisschen, die ist ein bisschen kürzer, der Deckel, als hier unten der Boden, damit auch Platz für die Zähne ist. Und entsprechend müssen wir jetzt den Deckel etwas kürzen. Dazu nehme ich wieder meine Schneidemaschine. So, wieder die Rille zum Schneiden. Und ich schneide nun hier, hier und hier jeweils 1 cm ab. Also, Schneidklinge, 1 cm. So, ihr schneidet quasi hier bis zur zweiten Falzlinie ab. Ihr könnt auch gucken, es sind 13 cm, wenn ihr euch vorher nicht vertan habt. Dann einmal die eine kurze Seite und dann auf der anderen Seite auch. Wenn wir mal was suchen. Okidoki. Einmal Müll. Okay, mit dem Falzbein macht ihr jetzt alle Falzlinien nochmal nach. Also alles nochmal nachfalzen. Wenn ihr alle Linien nachgefalzt habt, dann gehe ich jetzt hin und schneide mir hier bei den kurzen Stücken immer nochmal so einen kleinen Keil raus. Das macht es dann nachher beim Zusammenbau ein bisschen einfacher. Moment, jetzt muss ich überlegen. Hier machen wir den unten. Okay, jetzt können wir zusammenkleben. Dazu nehme ich das doppelseitige Klebeband. So, und zwar einmal kurz orientieren. Klebe ich immer die kleinen Laschen. Mit 1 bis 2 Klebestreifen. Thank you.
So, wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr die rote Folie ab. Ja. Und baut euch eure Schachtel zusammen. Na komm. So, der Boden ist fertig und jetzt noch der Deckel. Na. So. Jetzt ist eure Box fertig. Oh, ich habe eine Falzlinie vergessen. Na, super voll für Effekt. So. So, die Krokodilbox an sich ist fertig. Jetzt geht es darum, dem Krokodil ein Gesicht zu geben. Als allererstes brauchen wir Zähne. Für die Zähne nehmt ihr 3 Stücke Farbkarton in Weiß. Und zwar braucht ihr dafür eines mit 9,5 cm mal 2,5 cm und 2 mit 2,5 cm mal 8,5 cm. Die Zähne bekommt man mit dieser Wellenkantenstanze. So, ich lege das Papier jetzt an. Guck, dass ich links und rechts irgendwie den gleichen Abschluss finde hier, damit er nicht schief aussieht. So, dann lege ich hier wieder die Wellenkante an. Gleiches mache ich an der anderen Seite. So kann ich sicher gehen, dass meine Wellen fortlaufend sind am Papier. So, das ist dann quasi die Frontzähne. Jetzt nur noch das seitliche Gebiss. Eine Seite und die nächste Seite. So, die Zähne sind fertig, die können wir nun einbauen. Am schnellsten geht das mit dem Snail. Einmal Gebiss einsetzen. Jetzt noch das seitliche. Und die andere Seite. Also, die Beißerchen sind fest und jetzt kriegt ihr noch ein paar Augen. Ich habe bei meinem Muster hier oben ein Stück Coordinations Cardstock aufgeklebt. Das habe ich vorher geprägt und habe dann mit dem Schleifblock das abgeschliffen. So hat es jetzt hier eine Struktur und gleichzeitig noch hellere Stellen da, wo ich abgeschliffen habe. Den Arbeitsschritt sparen wir uns heute, weil das macht so viel Sauerei. Jetzt brauchen wir aber noch die Augen. Die machen wir jetzt noch zusammen. Dafür braucht ihr ein Stück im gleichen Farbton, wie ihr den Karton gemacht habt. In meinem Fall ist das Wasabi-Grün. Ein Stück in Schwarz und ein Stück in Weiß. Und wir nehmen jetzt die 1 Zoll Stanze, die Kreisstanze. Wir machen da
zwei Kreise. Und wir brauchen die Stanze ein halbes Zoll. Machen damit dann zwei weiße Kreise. Und wir brauchen aus dem Itty Bitty Stanzenpaket die kleine Kreisstanze. Damit machen wir dann die weißen. Schwarz. Guten Morgen. Meine Güte. Okay, ihr wisst, was ich meine. Rechts und links verwechsel ich schwarz und weiß. Naja. Alles klar. Okay. Schwarz kleben wir jetzt mit einem Glue-Dot auf weiß. Je nachdem, wie ihr gucken soll. So. Also, das sind die Klubscher an sich. Klebt. So, und damit das ein bisschen mehr Tiefe kriegt, ein bisschen mehr 3D, nehmen wir jetzt diese Kreise und schneiden die bis zur Mitte ein. Alle beide. So, dann drehen wir die jetzt so ineinander. Kann man das sehen? Ja. Ineinander gedreht. Und zwar mache ich die dann auch mit einem Glue-Dot fest. So. Ich wollte damit eigentlich erst Ohren machen und habe dann aber nochmal gegoogelt und festgestellt, so abstehende Ohren haben Nilpferde, aber keine Krokodile oder Alligatoren. Da kenne ich auch nicht den Unterschied. Ich weiß nur, es gibt einen Unterschied, aber ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, was der Unterschied zwischen einem Krokodil und einem Alligator ist. Man möchte sich ja immer weiterbilden. So, ja, jetzt haben wir die Augenhöhlen. Und da kleben wir jetzt die Glubscher rein. Die mache ich mit Dimensional. Das ist jetzt alles sehr fuddelig. Na super. So. Einmal. Augen rumdrehen. Ja, super. Könnt ihr auch mal heute einfach laufen, ne? So. Okay. Pinzette. Jetzt schauen wir. Also, ihr könnt, ich habe diese Faltkante da, diese Schnittkante, positioniere ich so, dass sie gerade nach vorne zeigt. Und dann kann ich nämlich darüber genau die Augen kleben. Ihr könnt natürlich auch, je nachdem wie ihr die Augen ausrichtet, ihr könnt ihn auch schielen lassen oder irgendwie quer durcheinander gucken lassen. So, jetzt habe ich meine Augen fertig und kann die jetzt mit meinem Flüssigkleber. Vorbereitung ist alles. Moment. Das habe ich jetzt wahrscheinlich den leersten von allen gegriffen. So. Mache ich zwei Punkte. Und da setze ich dann die Äuglein rein. So, und dann habe ich nämlich mein Krokodil fertig. Ja. Das war die Krokodilverpackung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar hier auf YouTube oder auf meinem Blog oder schreibt mir eine E-Mail. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.